Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit mir, dem Devtex. Ja, letzte Video ist schon ein paar Monate her, würde ich sagen. Bestimmt 4 oder 5 Monate. Ja, folgenden Grund. Ghosts habe ich nicht so mehr gefeiert, fand ich nicht mehr so gut. Hatte auch privat halt ein paar Sachen zu erledigen und so was alles, aber jetzt bin ich wieder da. Und ich habe mir gedacht, heute ist ja der offizielle Release-Date von Call of Duty Advanced Warfare und habe mir gedacht, komm, ich mach mal für euch das Klassen-Setup. Ich habe das Spiel am Wochenende schon gedaddelt, deswegen bin ich auch schon Level 38. Ja, dann haben wir hier oben auf alle Fälle noch ein paar Waffen freigeschaltet. Das ist ja dieser D0-Content. Darauf gehe ich jetzt erstmal nicht ein. Wir wollen in den Klassen-Editor. So, dann haben wir das erste Sturmgewehr, ist die Bal 27. Ich würde sagen, das ist eigentlich somit das, ja, ich sag jetzt mal das beste Sturmgewehr. Die hat auf alle Fälle richtig Power, die Waffe. Und ja, natürlich folgende Tarnung ist Gold. Was ich ja ganz lustig finde an der ganzen Sache ist, meine lieben Leute, wir gehen mal auf die Klasse drauf und ich gehe jetzt mal anpassen. Und wir sehen hier, Tarnungen haben wir ja alles und wir gucken uns das einfach mal an. Hier, 100 Weitschüsse, ne? Richtig lange braucht man dafür, beziehungsweise jetzt nicht lange, aber das dauert schon. Und Gold. Gold ist das Geilste. Die Tarnung, ihr müsst euch mal reinziehen. Gold, ne? Eigentlich das, was bei COD eigentlich immer am schwersten zu holen war, ist auf einmal, da steht es, reichen die 50 Abschüsse mit der Waffe ohne Aufsätze. Ja, das ist voll easy einfach. Man zockt die Waffe ohne Aufsätze, macht 50 Kills fertig, man hat Gold. Natürlich Diamant muss man natürlich für die Waffe alle Tarnungen abschließen. Dürfte ja nicht mehr allzu neu sein. Aber königlich, keine Ahnung, wie die Tarnung aussieht, ist dies heftig. Da müsst ihr von allen Sturmgewehren alle Herausforderungen abschließen. Ja, soweit dazu. Wollte ich auch nicht, weiter eigentlich nicht drauf eingehen. Aufsätze habe ich auf der Waffe. Die Aufsätze sind einmal Schaft, ist ja klar, ne? Das müsst ihr euch vorstellen, das ist halt wie bei Stalker, damit, wenn ihr geaimt habt, halt schnell mit der Waffe laufen könnt. Dann haben wir den Schalli natürlich mit dabei. Der ist natürlich gut, damit ihr auf dem Radar nicht gesehen werdet und so und die Leute nicht alle zu euch hinkommen, als wenn es bei euch was umsonst geben würde. Dann habe ich drauf Leichtgewicht, habe ich jetzt genommen, das hat eigentlich keinen Grund, weil das andere hier finde ich alles überflüssig, was es jetzt hier gibt, deswegen habe ich das jetzt einfach genommen, könnte ich genauso gut rauslöschen. Dann dieses Gun-Hu, das ist, wenn ihr mit der Waffe sprint, dann könnt ihr auch gleichzeitig schießen und wenn ihr rutscht auch, habe ich einfach reingemacht, weil das eigentlich so das Einzige ist, was mir ja eigentlich mehr Sinn macht von der ganzen Sache. Okay, flinke Hände ist vielleicht auch eine Überlegung wert, wenn ich das freigeschalten habe. Aber wir nehmen einfach, habe ich einfach das jetzt genommen. Ihr könnt auch wahlweise irgendwas anderes nehmen. Dann natürlich Zähigkeit. Das ist das Wichtigste überhaupt, das A und O. Dass wenn ihr angeschossen werdet, ihr ruhig bleibt und nicht am Verziehen seid. Das ist nämlich echt mies mit den Waffen. Und natürlich Plünderer darf man nicht vergessen, weil das ist immer so eine Sache. Ihr seid dann da am Rumrennen. Ja, gibt hier richtig Gas. Und dann auf einmal merkt ihr, oh scheiße, ich habe keine Muni mehr. Und dann ist die Arschkarte. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann kommt ein Gegner auf einmal um die Ecke. Ihr habt nur noch 15 im Magazin. Ihr ballert. Und ihr merkt, ah fuck, der geht nicht down und dann habt ihr die Arschkarte. Finde ich immer sehr ärgerlich, deswegen habe ich Plünderer drin. Ich habe hier die Waffe, habe ich rausgenommen. Hier kann man wahlweise einen Rocket Launcher nehmen, eine Pistole. Ich habe dann einfach rausgenommen, dann hat man da dieses Kampfmesser drin. Die Semtex werden sehr wahrscheinlich auch noch verschwinden. Dann werde ich mir unten nämlich noch eine Wildcard machen. Und zwar werde ich dann nämlich gucken, dass ich eventuell das und flinke Hände, aber bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber auf alle Fälle könnte ich Semtex auf alle Fälle zweimal nehmen, ist kein Problem. Da habe ich dann natürlich das extra 3 Gear, damit ich hier unten natürlich mein Plünderer, wie gesagt, mit an Bord habe. Dann die Abschussserien habe ich Drohnen. Auf den Drohne habe ich Folgendes drauf geknallt. Assist-Punkte ist immer eine ganz gute Sache. Dann Orbital habe ich gemacht. Und dann Unterstützung halt. Ne? Das ist, müsst ihr euch vorstellen, wie diese Support-Sachen. Dass, wenn ihr sterbt, da trotzdem ganze Zeit drauf gerechnet wird. Hier habe ich genau das gleiche gemacht. Halt, hier habe ich andere Sachen, dass das schnelleres Aufnehmen der ganzen, ja, die Sachen, die halt in den Vorräten drin liegt. Dann bessere Chance auf, ja, bessere, wie soll ich sagen, auf bessere Abschussserien. Und dann natürlich auch Unterstützung reingeknallt. Müsst ihr wissen, wie ihr da am Belegen seid. Aber mit der Waffe könnt ihr schon einiges reißen. Wie gesagt, die ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. Es ist so, wenn ihr mit der zockt,
Ihr werdet merken, ich habe ganz am Anfang habe ich auch mit der gezockt, das war die erste Waffe, mit der ich gezockt habe, und ich kam mit dieser Waffe nicht klar. Dann habe ich mich mit einer anderen Waffe gezockt, dazu erzähle ich gleich mehr, aber dann habe ich jetzt mittlerweile zocke ich mit der und ich muss echt sagen, das ist echt ein Schätzchen, die Waffe. Ja, dann kommen wir zum Custom 2. AK-12. Auch eine richtig gute Sturmgewehr. Hier könnt ihr, egal ob du durch Iron Size ballert oder hier durch ein Rotpunktvisier, ich habe hier einfach mal Rotpunkt drauf geknallt. Natürlich den Schaft auch wieder. Schalli logischerweise natürlich auch wieder. Hier habe ich natürlich die Wildcard genommen, primäre Waffe, damit ich dann drei Aufsätze nehmen kann. Ist ja selbsterklärend. Dann habe ich hier natürlich wieder das Gleiche. Hier habe ich jetzt natürlich blinde Überwachung drin gelassen. Die hat jetzt nicht einfach irgendwas damit zu tun, weil ich ja drin haben wollte. Das war standardgemäß in der Klasse drin. Ich finde, wie gesagt, ich könnte jetzt hier auch dieses Gun-Hu reinknallen. Wird aber nichts bringen. Wie gesagt, die Exco-Fähigkeit habe ich rausgenommen. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, weil ich finde das schwachsinnig, ich brauche das nicht. Wie gesagt, das Hochspringen und das könnt ihr ja alles immer noch machen. Da braucht ihr nicht diese Exo-Fertigkeit oder Fähigkeit. Ja, so viel zu der Waffe. Das ist auch eine richtig schöne Waffe, mit der kann man auch gut zerbersten. Aber ich finde, mit der kann ich persönlich am besten zerbersten momentan. Dann mit der spiele ich einfach mal zwischendurch. Dann ist eine MP. Dann hier habe ich nochmal eine AK-12, dann ohne Iron Size, dann mit Vordergriff, Schnellziehgriff und dann halt wieder Schaft drauf. Die Abschussserien habe ich auch einfach willkürlich gesetzt. Da habe ich auch noch nicht wirklich optimiert, die Klasse. Und jetzt kommt das. Auch eine richtig gute Sturmgewehr, kriegt ihr aber leider erst mit Level 28, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ist das, liebe kleine Stückchen, die HBR Klein A3. Die ist echt gut, die Waffe. Die ballert zwar nicht so schnell wie die AK oder wie unsere gute Ball 27, aber dafür ist die Waffe sehr genau. Wenn du Vordergriff drauf hast, ist sie richtig genau. Schaft ist natürlich wieder klar, ne? Und Schalldämpfer ist ja auch klar. Dann hier natürlich die Abschussserien an der Seite. Die muss ich noch besser optimieren, weil die Klasse habe ich zuletzt gespielt. Da konnte ich nur noch zwei von den Sachen auswählen und keine dritte. Deswegen ist das da noch so. Und ja, eigentlich momentan spiele ich nur mit dieser Ball 27 hier, wie gesagt. Mit der werde ich gleich auch erstmal noch ein paar Ründchen zocken. Mit der werdet ihr auch noch die in Live-Action sehen, sag ich mal. Da wird nämlich bald auch noch ein Video kommen. Beziehungsweise nicht ein Video, wie in Live-Action. Ich habe gestern schon ein paar Videos aufgenommen, wo ich dann halt wieder die ein oder andere Real-Life-Story drauf erzählen werde oder auch nette andere Sachen. Viel ist auf alle Fälle geplant. Ende des Jahres 2014. Ich habe mir ja, jetzt müssen wir wieder richtig durchstarten. Ich habe richtig Bock. Ich habe mir auch einen neuen PC zugelegt. i7 und so was alles. Rendern geht jetzt noch schneller als wie bei meinem alten i5. Ich habe mir eine richtig geile Zockerecke hier gemacht. Da wird es auch noch bald eine kleine Boom-Tour geben. Ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, vor ein paar Monaten, es wird eine Roomtour geben. Aber da war diese Zockerecke hier noch nicht geplant. Aber da, wo sie jetzt geplant ist, wird ganz ehrlich ein Video kommen. Ihr könnt gespannt sein. Wie gesagt, ich bin jetzt auch immer, wie soll man eigentlich sagen, regelmäßig am Livestream. Sei es via PC oder über Xbox One. Wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr, wie gesagt, gerne mir da folgen. Beziehungsweise mir dann ein Abo geben. Ist auch völlig kostenlos für die, die das nicht kennen. Dann geht ihr auf twitch.tv/devdex, genauso wie der YouTube-Name. Und dann hoffe ich, dass ich den einen oder anderen sehen werde. Ich bedanke mich jetzt auch auf alle Fälle fürs Zuschauen bei euch. Und ich hoffe, dass euch das Video in etwas ein bisschen gefallen hat und ihr einen Einblick in den Sturmgewehren gekriegt habt. Ich werde vielleicht auch nochmal irgendwann im Laufe der Monate, der Wochen, der Tage noch andere Klassen-Setups zeigen, mit der ich persönlich richtig gut zocke. Und so, da werden auf alle Fälle viele COD Advanced Warfare Videos kommen. Richtig viele. Aber nicht nur. Jetzt kommt bald auch noch Far Cry 4. Das werde ich regelmäßig streamen. Da könnt ihr gerne dabei sein, wenn ihr Bock habt. Ist immer lustig. Dann GTA 5 für Xbox One wird auch noch. Da wird auch richtig viel von Folgen online live gestreamt und sowas alles. Wie gesagt, seid da überrascht. Es geht jetzt wieder richtig los auf meinem Kanal und zieht euch richtig warm an, meine lieben Freunde. Und ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer DevDex. Tschüssikowski.